Das Oratorium Elias zählt zu den bekanntesten Werken von Felix Mendelssohn Bartholdy. 10 Jahre lang hat der Komponist an dem Stoff gearbeitet. Es geht um das Leben des Propheten Elias. Normalerweise wird das Stück im Konzertsaal aufgeführt. Das Theater in Wien bringt es jetzt auf die Opernbühne. Peter Schneeberger war mit dabei. Das Volk hungert und sucht nach Hilfe. Der Prophet Elias gibt den Menschen Halt. Sie schwören ihren alten Göttern ab und sind gerettet. Als Elias brilliert Christian Gerhaher. Die Inszenierung von Calixto Bieto verzichtet auf religiöses Pathos. Elias mordet seine Gegner und zweifelt an Gott. Das alttestamentarische Drama als Psychostudie. Buhrufe gibt es für die Regie, viel Applaus für die Musiker. So viel Gänsehaut wie an diesem Abend habe ich erst selten gehabt. Elias ist eines der schönsten Musikstücke, die je komponiert worden sind. Und die Aufführung bringt die Schönheit voll zur Geltung. Eine bessere Besetzung kann ich mir nicht denken. Ein Wermutstropfen ist die Inszenierung. Sie bietet viel zu wenig Abwechslung. Doch das lässt sich verkraften. Die Musiker erbringen eine Meisterleistung.